Okay, bis gleich. Ciao. Ich darf die nicht verlieren. Kaufen die sich jetzt auch noch einen Fortnite-Pool? Also Fortnite. Ist aber kein Schulladen. Haben da so viel Essen. Du kannst dein Handy abgeben für eine Woche. Was? Oh, für eine Woche? Oh, du bist so ein... So Leute, schreibt mal in die Kommentare rein, hättet ihr auch mal Bock, eure Geschwister zu stalken? Schreibt mal rein, lasst dafür Like da. Hey Leute, hier ist Max, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werde ich Ash stalken! Hä, wo ist Ash eigentlich? Hä, wer ist eigentlich in der Kamera? Ash vielleicht? Ach, nee, hi. Ich habe Chrissy in der Kamera. Letztes Mal habe ich Chrissy gestalkt. Ja. Wie war's? Das war super, ne? Also. Sehr super. Ich sollte Professor. Ich glaube, ich sollte Ash Bescheid sagen. Du sagst ihm nicht Bescheid. Er ist gerade nicht da, genauso wie meine Eltern. Die holen gerade nämlich Brötchen. Es ist nämlich 20 vor 11, gleich ins Frühstück. Aber erstmal müssen wir den Tisch decken. Bevor dann allerdings so richtig losgeht, auf jeden Fall da oben da. Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und vorbeizuschauen. Ich habe den besten Merch. Gibt gar nicht mehr so viele Autogrammkarten zu den Bestellungen dazu. Also schaut mal gerne vorbei. Ich habe gerade der Tisch gedeckt. Mega cool. Und zweiter Link in der Videobeschreibung. Bla bla bla. Schaut auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich wirklich. Hallo, was soll das jetzt hier auf jeden Fall, würde ich sagen? Es gibt auch geile Handyhüllen. Im Prinzip. Bla 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 bla. Was willst du eigentlich? So, Tischdecken angesagt. Chris, kannst du mir mithelfen? Personen. Ach ja, dich habe ich vergessen. Sorry. So, wir sagen uns gleich wieder. Du hast das Gedächtnis, das habe ich super gemacht. Nein, das stimmt gar nicht. Nein, das ist eine Lüge. Lüge, Lüge. Ja, das stimmt. Nein. Oh, da seid ihr! 10 Jahre später! Es gibt jetzt Frühstück für uns. Und Ash ist jetzt auch da. Nur ist er oben gerade auf Klo, glaube ich. Ey Mama, ich frage dich mal mit ein, ne? Also heute werde ich Ash stalken, den ganzen Tag lang. Wir haben jetzt fertig gegessen. Ich bin jetzt aber noch genau oben. Und übrigens, meine Haare sind jetzt ein bisschen kürzer, noch, weil wir gerade eben Haare geschnitten haben. Dann gehen wir zu Ash. Schauen wir mal, was er macht. Leise sein. Hier ist keine Ash. Das ist Ash dahin. Hä? So, der. Oh Gott, da fliegt gerade ein fettes Tier, eine fette Fliege. Wo ist der Typ? Wo ist Ash hin? Hast du Ash gesehen? Das ist nicht bei sich. Was? Wo ist Ash? Der ist oben, der ist nicht oben. Er war oben. Er ist in seinem Zimmer. Wo dann? Weiß ich nicht. Wo ist der? Er war gerade in seinem Zimmer. Durfte er Fortnite spielen? Nein. Er darf kein Fortnite spielen? Nein. Dann schauen wir mal, was er macht. Warum hast du Ash so? Ja, und wie heißt der Bruder? Wie heißt der Bruder? Bei was? Egal, wie heißt der? Also Ash ist jetzt bei mir oben in meinem Zimmer, spielt an meiner PS4 über meinen Account Fortnite und ich wurde nicht mal gefragt. In der Zwischenzeit, ich glaube, er hat sein Handy nämlich in seinem Zimmer liegen gelassen. So, wo ist sein Handy? Handy, 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 Handy. Wo ist das Handy? Was hast du denn gemacht? Moin. Ich habe ein Buch gelesen. Du hast ein Buch gelesen? Ja, habe ich. Und danach habe ich... Für Kinder. Wenn ich mit in der Schule bin und bleib. Wenn ich sage einfach meiner Mutter, ich will Schulsachen kaufen, dann habe ich das Geld schon. Okay, bis gleich. Ciao. Tschüss. Wollte ich dir einmal 10 Euro? Mit wem hat er telefoniert? Weil ich will nicht, möchte mir Schulsachen kaufen für meinen Freund. Freund Schulsachen kaufen? 10 Euro? Nein, warte. Mit wem hat er telefoniert? Letzter Kontakt. Das war irgendein Mädchen, braucht 10 Euro, um Schulsachen zu holen. Da muss ich auf jeden Fall mal daher. Viel Spaß. Okay. Wann kommt ihr denn wieder? Ich glaube, der geht keine Schulsachen holen, weil er hat mit einem Mädchen telefoniert, glaube ich. Ich würde sagen, ich fahre da mal ganz schnell hinterher. Und dann mal schauen, was er denn überhaupt kauft. Sie safe keine Schulsachen, garantiert nicht. Aber die Schule geht bald los. Ja, die Schule geht bald los, einkaufen. Aber denkst du, geht mit einem Mädchen Schulsachen einkaufen? Irgendwie weg. Ah, das klemmt ja alles so. Ich würde sagen, let's go, ich muss ihm hinterher schnell. Ah, muss ich noch kommen, Dirt? Hinterher. Oh Gott. Renn ich fahre es nicht, glaube ich. Oh, doch, krieg ich hin, krieg ich hin. So, da vorne sind sie. Die krieg ich. Wenn ich die nachher verlieren sollte, das darf nicht passieren. Ey, oh mein Gott. So, erstmal auf Fahrleistung. Oh Gott. Ups. Ich weiß gar nicht, wo die hinfahren. Also, vorne sind sie. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem Fahrrad ist Folgen echt nicht so geil. Los, Mann. Oh, die gucken nach hinten. Ja, ich hoffe, die haben nichts gehört oder so. Nicht, wenn ich jetzt auffliege oder so. Ey, ist mir gar nicht gut so. Ich darf auf jeden Fall nicht verlieren. Das sieht ja absolut wie nach dem Schulsachenladen aus. Was ist das? Ist das Mädchen, von dem die gesprochen haben? Ich sehe keins.
Leute, wir sind hier gefühlt einfach absolut in der größten Walachei ever. Ich hab hier auch nur, ach, ich hab sogar Netz noch. Das ist ja nicht mehr cool, Mann. Da sind die da hinten. Fuck, Mann. Scheiße, die sind stehen geblieben, Leute. Die sind stehen geblieben. Was ist das? Nein. Oh, Leute. Fuck. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen platten Geruch. Ich bin gerade irgendwie durch irgendwelche Äste durchgefahren, ey. Alter, das war richtig knapp, Mann. Die haben sich, glaube ich, echt absolut verfahren hier. Ich weiß selber nicht, wo wir sind. Leute, schau mal, was ich gefunden habe. Einfach ein Riesen. Weil ich glaube, ich werde sie verlieren. Die sind jetzt irgendwo dahinter. Und hier war jetzt ein Zug. Oh. Ich darf die nicht verlieren. Ich bin aus dem Wald raus. Ah, da sind sie sogar. Ey, die fahren diesen Drecksberg hier hoch. Mann, das ist so schwer. Gib mir. Nicht so nah. Ist aber kein Schulladen. Wollen wir nicht sagen, er sagt, dass die jetzt McDonald's fahren. Aber ich hoffe doch nicht ein Drive-In. Junge, wo wollen die hin? Fahren die jetzt ein Drive-In oder was? Okay, die gehen rein. Ey, ich glaube, da muss ich auch reinkommen. Und? Die sind drin. Ja, das Mädchen, ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung, wir sagen, let's go. Ich schleife mal mit rein. Ganz vorne bestellen da was. Das muss man aufpassen. Sagen, ich bin drin. Guck mal, da sitzen sie. Was machen die da bitte? Also, die haben sich jetzt irgendwie Essen bestellt oder ich weiß es nicht. Warten die noch auf irgendjemanden? Ich habe mal kurz die Seiten gewechselt. Die haben gerade Essen bekommen. Und das Mann, die haben da so viel Essen. Also, ey, was ist das alles? Haben die irgendwie für 10 Menschen was geholt oder so? Ich habe keine Ahnung, Leute. Kommen hier noch mehr? Da betitelt ihr beiden, ey, was ist das alles? Ich verfolge die jetzt mal auf dem Fahrrad. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, wo die jetzt hin wollen. TF, Alter, wo wollen die jetzt hin? Ich peile die ja mal echt wieder. Wo geht die Reise jetzt hin? Versteck mich mal hinter Müller, mal, Leute. Wir gehen jetzt rein. Ja, die sind, glaube ich, drin, die tanzen da irgendwie so ein bisschen. Hä, wie? Okay, das schaffen wir noch. So, ich verfolge die dann mal ein bisschen. Hey, WTF. Da gehen die immer weiter. Die gibt es auf Klamottenläden nur auch scheiße. Warte. Ich weiß nicht, wo die Haare schneiden? Nee, die wollen sich jetzt keine Haare schneiden lassen. Das ist schön leise. Da hinten sind die jetzt. Die sind in diesen Woolworth oder so reingegangen. Ich weiß nicht mehr, was es da gibt. Das Gefühl, die sind irgendwie bei Süßigkeiten oder sowas. Wo sind die? Ein bisschen verstecken hier. Ja. Oh, hier gibt es schöne Getränke. Oh ja, was ist das denn? Lass auf jeden Fall da mal runter. Es geht weiter. Wir haben jetzt irgendwie. Tatsächlich, dass die sich irgendwie irgendwelche Süßigkeiten so geholt haben. Ich hab mehr nicht sehen können. Irgendwas, irgendwelche Süßigkeiten geholt. Ich muss sagen, dann wirklich das Gefühl, dass er sich irgendwie noch ein bisschen mehr Geld dazu geholt. Und nicht nur die 10 Euro von Mama, weil die haben sich so viel bei McDonald's reingepfiffen. Und jetzt auch irgendwie so ein Lolli oder sowas. Da sind sie nämlich, oder? So, das Gefühl, dass sie jetzt nochmal deren Freundin treffen. Ich glaube echt, dass sie nochmal. Oder war das der Freund, Mann? Ich habe keine Ahnung, wie man da telefoniert hat. Das ist mich einfach. Ach, keine Ahnung. Da täusche ich mich doch einfach. Wir gehen jetzt irgendwie da nach oben. Den Klamottenladen ziehen, oder? Fortnite-Klamotten? Alter, nein. Gibt's Fortnite-Klamotten? Hätte ich ja echt nicht gedacht, Leute. Kaufen die sich jetzt auch noch einen Fortnite-Pool? Also Fortnite. So, Leute, ich bin jetzt hier wieder zu Hause. Bin schnell nach Hause gefahren. Das no. Ja, mach ich. Na? Achso, Ash? Ja. Na, wie war's bei McDonald's mit deiner Freundin? Oh, was? Hä, ich hab Schulsachen gekauft. Sag mal her. Deine Schulsachen. Ja, ich hab die Schulsachen gekostet oben. Oder sind die Schulsachen bei McDonald's gewesen und habt ihr aufgegessen? Nein. Hä? Warum McDonald's? Ey, wie hat eigentlich der Lolli geschmeckt? Wie geht's eigentlich hier? Achso, und wie sahen eigentlich die Fortnite-Sachen aus? Waren die cool? Okay, ich komm nicht mehr mit. Ich versteh jetzt auch nicht. Können wir Fernsehen noch wieder machen jetzt? Ich komm auch nicht mehr. Guck mal, Ash, guck mal da. Guck mal kurz da nach links. Was siehst du da? Fernseher. Und der Fernseher ist aus, wenn wir wieder anmachen. Vielleicht kann Mama sich ja später das Video angucken. Ich habe heute einen Tag gestalkt, Erich. Das hast du nicht getan. Ey, Mama, ich weiß nicht, ob die sich damit noch getroffen haben. Hast oder du so. Mädchen verabredet? Mädchen. Wieso ganz. Oh! Er war bei McDonald's. Ich denke, du wolltest die Schulsachen holen. Er hat sich gar keine Schulsachen geholt. Weißt du, wie viel er sich bei McDonald's geholt hat? So, McDonald's. Der hat sich alles reingehauen da mit dem Kumpel.
Mein Küssen und geht erst, kaputt. Und erst dachte ich eigentlich, mein Küssen geht kaputt. Erst dachte ich, er wäre mit der Freundin da oder so. Da habe ich gesehen, dass ein Kumpel ist. Dann waren die irgendwie die ganze Zeit da, sind rumgelaufen, haben ihm alles mögliche. Was sagst du dazu? Weltuntergang kann ich aber nicht. Weißt du, er ist richtig weit weggefahren, ne? Übrigens. Ich meine, McDonald's ist ja nicht so nah dran gewesen, ne? Er war einfach, er ist durch den Wald da gefahren, hat erstmal. Die haben dich verfahren. Und dann musste ich da schnell weg, weil ich hinter denen war. Leider, was passiert hier gerade, Leute? Ja, würden eure Brüder auch so reagieren, wenn ihr nicht stalken würdet? Hey. Ja. Hättet ihr übrigens auch mal Bock, die eure. Was? Du blutest. Wo? Kannst du noch aussuchen? So Leute, schreibt mal in die Kommentare rein, hättet ihr auch mal Bock, eure Geschwister zu stalken? Schreibt's mal rein, lasst dafür ein Like da. Irgendwann ist der auch K.O., oder? Ich würde sagen, lasst dafür auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Du kannst dein Handy abgeben für eine Woche. Was? Oh, für eine Woche? Oh, du bist so ein... Das ist echt ganz dringend. Weil, Leute, ich habe übrigens die besten Handyhüllen. Die sind cool, die halten auch das Handy safe. Und wenn ihr so eine echte Handyhülle habt, kassieren euch eure Eltern euer Handy auch nicht ein. Weil die ist so cool. Was machst du jetzt hier die ganze Zeit? Ash, guck mal. Die Wahrheit wäre doch so oder so irgendwann ans Licht gekommen. Nee, weiß ich nicht. Nicht den Kanal jetzt kostenlos abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Was willst du sagen? Was? Ich will nichts sagen. Du sollst was sagen. Achso, schau gerne bei Adi Online vorbei. Ist ein super Kanal. Adi Online, der Kanal für den Daddy. Genau. Schau auch bei Maryland vorbei. Der Kanal für die Mutti. Und ich hoffe, bei Ash 5. Vielleicht gibt es ja noch mal ein paar Videos, wie er heimlich zu McDonald's fährt oder so. Man weiß es nicht. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.